cabeça. Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute aus dem Kolosseum, einem der größten Sportstadien der Vereinigten Staaten von Amerika. 90.000 Zuschauer haben in diesem Stadion Platz und bereits zweimal war das Kolosseum Austragungsort von Olympischen Spielen, nämlich 1932 und 1984. Und jetzt haben hier die Special Olympics Weltspiele 2015 stattgefunden. Das größte sportliche Ereignis dieses Jahres und eines der größten sportlichen Ereignisse überhaupt. Und auch ein humanitäres Ereignis. 6.500 Sportler aus 165 Ländern der ganzen Welt sind mit ihren Trainern hierher gekommen. Und sie haben Leistungen erbracht, von denen die Gesellschaft oft meint, dass Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung nicht in der Lage seien, solche Leistungen zu erbringen. Sie haben bewiesen, dass es möglich ist. Österreich war mit 143 Sportlern und Trainern hier vertreten. Und wir haben mit einem Kamerateam, Michael Ferk an der Kamera, Michael Holli als Assistent, einige der österreichischen Teams bei ihren Bewerben begleitet. Auftakt der Weltspiele ist die große Eröffnungsfeier und der wichtigste Teil ist der Einmarsch der Sportler, der mit 6.500 Teilnehmern mehr als 1,5 Stunden dauert. Die österreichische Delegation ist zahlenmäßig unter den ersten 10 der insgesamt 165 Nationen. Michelle Kwan, die amerikanische Eiskunstläuferin, begleitet die chinesischen Sportler. Filmstar Colin Farrell zieht mit Irland ein und die größte Delegation mit fast 500 Teilnehmern stellt das Gastgeberland. US-Präsident Barack Obama grüßt mit einer Videobotschaft. You make extraordinary contributions to your communities. Where some see limitation, you see opportunity. You represent the very best of the human spirit. Pride, teamwork, friendship, treating everyone with dignity, giving everyone a chance. That's what the Special Olympics is all about. All right, Los Angeles, California. The Special Olympics World Games are here, and so are you. How do you feel? Reach up, everybody, reach up! Marc Roberge, Leadsänger von OAR, kündigt das Motto der Spiele an. Reach up, greift in die Höhe, streckt eure Arme aus und führt die friedliche Revolution von Special Olympics an. And that is that all of us are created more beautiful than we dare imagine. How about, yes, you are. How about we pledge to lead our revolution with the games of joy, not with weapons of war? How about we aim to defeat fear? That's the attitude of mass destruction that needs defeating. And we promise with our declaration not to rest until every person with an intellectual different ability is healthy, until every school has Special Olympics unified teams all over the world, and until everyone has been given a chance to have their rightful place at the table of belonging. This is our revolution of the heart. Timothy Shriver's Schwester Maria Shriver erinnerte an ihre Mutter, Eunice Kennedy Shriver, die Gründerin von Special Olympics. Tonight she is so alive in this Coliseum. She is alive in the pride of you. She is alive in the love that is in this stadium and that is in all of you. And she is alive in the spirit of Special Olympics. 30 years ago, the world said, "You are unable to run 100 meters. Look how far you come." Zur Idee von Special Olympics passend sang Stevie Wonder, "Fear can't put to sleep dreams." Furcht
kann Träume nicht einschlafen lassen. Amerikas First Lady Michelle Obama eröffnete die Spiele. I want you all to know that my husband and I, we are so proud of you, so incredibly proud of you, and we love you all from the bottom of our hearts. We love you so much. You fill us with so much joy. And we cannot wait to see all that you'll accomplish over these next few days, but more importantly, in the years ahead. And now, on behalf of my husband and an entire nation that is rooting for all of you, it is my great honor to say those magical words. Let the 2015 Special Olympic World Games begin! Als letzte eines langen Fackellaufs, der von Athen bis Los Angeles geführt hatte, brachte die amerikanische Special Olympics-Sportlerin Destiny Sanchez die olympische Flamme. Auf der Bühne wurde sie vom einstigen Olympiasieger im Zehnkampf Rafa Johnson erwartet. Einer der ersten Mannschaftsbewerbe für die Österreicher war ein Volleyballturnier gegen Serbien. Die Mannschaftsbewerbe in allen Sportarten werden als Unified-Spiele ausgetragen. Das heißt, die Mannschaften bestehen zu gleichen Teilen aus Sportlern mit intellektueller Beeinträchtigung und Unified-Partnern ohne Beeinträchtigung. In dieser Form des Sports wird die angestrebte Inklusion am besten erreicht. Beide Sportler sollen annähernd die gleichen sportlichen Fähigkeiten haben, sodass ein sinnvolles Miteinander im Sinn einer gegenseitigen Ergänzung erreicht werden kann. Im Spiel gegen Serbien gelingt es den Österreichern sehr oft, in Führung zu gehen. Aber die Serben waren eine starke Mannschaft und forderten die Österreicher ordentlich heraus. Auch bei diesem Spiel ist sehr gut zu beobachten, dass die Kommunikation und die Taktik zwischen den Special Olympics Spielern und den Unified Partnern sowohl bei den Österreichern als auch bei den Serben meistens sehr gut funktioniert, dass beide Spieler ihre jeweiligen Stärken gezielt einsetzen können. Das Spiel gegen Serbien ging an die Österreicher, die dann im Finale eine Silbermedaille errungen haben. Manchmal hat es so die Phase gegeben, dass es so ausgeschaut hat, als ob die Serben etwas stärker wären. Aber ihr habt euch dann wieder behaupten können. Das stimmt, ja. Die waren nicht schlecht. Ja, ihr wart gut. Ja, danke. Wir waren besser. Wir waren halt besser, ja. Wenn ich
ein ganzes Jahr lang trainiere und ganz heftig darauf hinarbeite und mir denke, kriegen wir das hin? Und dann kommt so ein Sieg, dann ist es einfach schön. Ja. Das verstehe ich, ja. Jakob, du bist der Jüngste, wie alt bist du? 11 Jahre. Seit wann spielst du jetzt schon in der Mannschaft? Seit 2 Jahren, aber eigentlich seit ich ein Baby bin, hat mich die Mama immer mitgenommen zum Training. Also dann, auch dir viel Erfolg. Alles Gute. Das Locker-Stadion, benannt nach der berühmten Philanthropin Catherine Locker, war Schauplatz der Laufbewerbe. Zum Lauf über 10 Kilometer trat der Österreicher Alexander Ben-Radin an. Hier waren Läufer aus 2 unterschiedlichen Leistungsgruppen beisammen. Für Radin, der ein Down-Syndrom hat, ist ein solcher Ausdauersport über 10 Kilometer ungewöhnlich. Onesmus Mutinda aus Kenia ist in der höheren Leistungsgruppe der Favorit. Radin bleibt cool und guter Laune. Mutinda schafft die 10 Kilometer in 32 Minuten. Radin blieb gleichmäßig bei Tempo und Laufstil und erreichte in seiner Gruppe einen Medaillenplatz. Wie kam der Kärntner zum Ausdauersport? Er hat vor 5-6 Jahren meine Tante bei einem Lauf gesehen und hat sich gedacht, das probiert er auch und hat sofort bei Kärnten läuft mitgemacht. Da war er 3,5 Stunden unterwegs. Das war schon sehr, sehr anstrengend. Ich habe mit dem Fahrrad begleitet und dann hat ihm das so gefallen, dass er gesagt hat, er läuft jetzt Marathon. Ja, eigentlich tue ich ja am ganzen Tag trainieren, also unter der Woche, 3-mal die Woche. Und wenn es knapp hergeht, tue ich auch 2-mal die Woche. Also, ja. Also ungefähr 2-mal oder 4-mal die Woche. Ich habe auch einen super Trainer, der ist auch in Kärnten zu Hause. Der wird sicher wieder sehr sauber kugeln. Winning the bronze medal, representing Special Olympics Austria, Alexander Ben-Radin. Radin, der schon zahlreiche nationale und internationale Erfolge hatte, errang mit seinem 10-Kilometer-Lauf die Bronzemedaille. Der Alex ist ein Phänomen. Er ist Sportler über Langstrecken mit Trisomie 21. Das gibt es auf der Welt ganz, ganz selten. Und er hat eine sehr hohe Eigenmotivation. Und wenn ich mit ihm trainiere, er hört auf, wenn ich sage, es ist aus oder wenn er umgefallen ist. Vorher hört er nicht auf. Outstanding athletes in the 10,000 meters Division 5. Reinhard Metzler aus Vorarlberg spielt gegen Montenegro. Weil er seine rechte Hand nur sehr eingeschränkt benutzen kann, musste er eine eigene Technik entwickeln, mit der er aber sehr erfolgreich ist. Metzler gewann Silber im Einzel und später auch im Doppel. Nächstes Ziel sind für ihn die Winterspiele in Schladming. Ich hoffe, dass sie 2017 bei den Weltwinterspielen in Graz und in Schladming da auch mitmischen kann. Hoffe ich mal zumindest. Also nicht nur Tischtennis, auch der Wintersport macht dir Freude, ja? Genau, ja. Also der Wintersport ist auch eine sehr große Leidenschaft für mich, halt Langlauf, ja. Jochen Huckmann und Alexander Javoric, hier spielen sie gegen Montenegro, schaffen im Unified-Doppel Silber. Und für die Steirerinnen Katharina Mali mit Unified-Partnerin Tanja Handel, die gegen Iran spielten, gab es Bronze. Long Beach liegt eine knappe Fahrstunde südlich von Downtown Los Angeles. Vom Belmont Pier startete der Segelbewerb. 2 Unified-Teams traten für Österreich an. Mit Boot Nummer 2, Andreas Kögl und Rainer Fritz. Und Hermann Mathe und Fritz Trippold waren im Boot mit der Nummer 7. Bei jeder Regatta waren 2 Runden zu bewältigen.
Austria 2 hatten die Teams aus USA, Australien und der Schweiz als Konkurrenten. Austria 1, also Boot Nummer 7, war in der Gruppe mit USA und Russland. Marte und Trippold hatten bereits 6 der insgesamt 12 Fregatten gewonnen und somit einen beachtlichen Vorsprung vor der Konkurrenz. Und sie konnten auch bei dieser Regatta ihren Vorsprung deutlich halten. Nach weiteren 5 Fregatten gab es für Andreas Kögel und Rainer Fritz den 3. Platz. Und für Marte Trippold eine Goldmedaille. War es schwierig heute? Nein. Also, wenn man es kann, ist alles leicht, nicht? Ja? So ist es, wenn man es kann. Und der Hermann macht einen super Job. Er hat Kraft, er fürchtet sich nicht und hängt sich voll ins Zeug, wie man bei uns sagt. Und ich segle sehr, sehr gerne mit ihm. Es macht richtig Spaß. Ich werde zwar ab und zu mal getaucht von ihm, gewürgt oder Ähnliches, aber das Segeln macht extrem Spaß mit ihm. Wir haben ausgezeichnete Unified-Partner, die sind erfahrene Segler. Fritz Trippold ist Europameister, Staatsmeister und ein ausgezeichneter Pädagoge, der also mit dem Hermann sehr gut versteht. Und die beiden sind ein Team, die seit Jahren zusammengewachsen sind. Die waren in Shanghai, die waren in Athen und jetzt hier in Los Angeles und kooperieren ausgezeichnet. Und der Rainer ist ein neuer Unified-Partner für uns, der mit dem Andreas segelt. Und der jetzt im letzten Jahr mit ihm ein Team gebildet hat und bereits sehr gut sich aufeinander einstellen kann. Schon ziemlich perfekt. Ja. Wir haben heute auf dem Boot, jetzt wo wir reingefallen haben, gesagt, hat, eigentlich werden wir können nur noch besser werden, aber wir sind schon sehr perfekt. Für unser Zusammenspiel ist es wir gut. Werden nur noch perfekter. Tennis wurde auf den Plätzen der UCLA, der University of California, Los Angeles, gespielt. 2 österreichische Unified-Teams mussten gegeneinander antreten, weil sie nach den Vorspielen in der gleichen Gruppe gelandet waren. Die Damen Nicole Reit und Julia Preuß aus Vorarlberg gegen die Herren Stefan Zolles und Christoph Serencic aus Wien. Es ging bei diesem Finalspiel um den 3. und 4. Platz. Die Damen haben einfach ein bisschen sicherer als wir gespielt und haben es einfach geschafft, den Ball einmal mehr als wir ins Feld zu spielen. Und wir haben leider ein bisschen zu oft Fehler gemacht. Und ja, so ist das manchmal im Leben. Manchmal steht man auf der Gewinnerseite und manchmal wird man halt dann leider nur Vierter und kriegt halt jetzt Blech. Wie läuft denn so die Zusammenarbeit, das Training, Gemeinsames? Ganz gut. Ja? Ja. Wie oft wird trainiert? Also wir schauten, dass wir jede Woche mindestens einmal trainierten und haben uns gut zusammen vorbereitet. Und bei uns hat die Chemie von Anfang an gestimmt und ich genieße jeden Tag mit dir. Bei Gerhard Schwendt aus Niederösterreich im roten Trikot geht es bei diesem Qualifikationsspiel gegen den Spieler von den Bahamas darum, ob er im Finale Silber oder gar Gold erreichen kann. Den ersten Satz hat er 4:1 gewonnen, den zweiten Satz 0:4 verloren und jetzt den 3. Satz, ja, den gewinnt er 11:9. Ich bin sehr stolz auf mich, nicht mehr geglaubt dran. In der Hitze, aber gegen alles abverlangt, geschwitzt, schweißtreibend. Das Ganze, ich bin sehr stolz auf mich. Ich muss mich auch bei meiner Trainerin bedanken, die mich sehr tatkräftig unterstützt hat, weil ohne dir ginge es vielleicht nicht. Und auch meinen Trainer, der was zu Hause ist. Ich hoffe, er sieht mich. Hallo Rudi, ich danke dir. Und ja, ich hoffe, und natürlich auch meine Frau, die ich über alles liebe. Und ich hoffe, sie sieht das jetzt an mir nicht, macht auch nichts, aber ich bin sehr stolz auf mich und die Silberne widme ich dann meiner Frau. Ich bin glücklich und stolz, für Österreich gespielt zu haben. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und Glückwunsch auch der Trainerin.
Vielen Dank. Wir sind auch sehr froh, dass dieses Spiel so ausgegangen ist. Er hat so fleißig ihn trainiert, seit einigen Jahren schon. Das war sein großes Ziel, hier zu starten und natürlich auch zu gewinnen. 4. Platz also für Christoph Serencic und Stefan Zolles und die Bronzemedaille für Nicole Reit und Julia Breuß. Die österreichische Judo-Delegation besteht aus 2 Damen aus Salzburg und 2 Herren aus Niederösterreich. Einer von ihnen ist Paul Vogel. Im ersten Kampf trifft Vogel auf den Slowenen Anže Zalaznik. Beim Judo geht es nicht nur darum, dass der Gegner auf den Rücken geworfen wird, sondern auch darum, wie gut und korrekt der Wurf ausgeführt wird. Gegen den Slowenen gewinnt Vogel. Nächster Gegner ist der Brasilianer Antonio Lima. Gegen Lima unterliegt Vogel zwar, aber mit den Ergebnissen aus den anderen Kämpfen reicht es für ihn dennoch für den 3. Platz. Gott sei Dank hat er eine Bronzemedaille gewonnen. Man muss dazu sagen, dass er eindeutig der Jüngste im Teilnehmerfeld ist. Er ist gestern erst 15 Jahre alt geworden. Er hatte gestern seinen 15. Geburtstag. Aber ich denke mal, er ist sehr aufbaufähig, er ist sehr aufnahmefähig. Ich denke, für die weitere Zukunft kann man sicher noch weiter gute Platzierungen von ihm erwarten. Congratulations. Your bronze medalist representing Special Olympic Austria, Paul Vogel. Reitsport wird schon sehr lange auch als Therapie eingesetzt. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als den Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens, nicht nur als Freisein von Krankheit und Gebrechen. Also passt Reiten, die Zusammenarbeit von Mensch und Pferd, perfekt zur Idee von Special Olympics. Hannes Eichbauer aus Oberösterreich beim Geschicklichkeitsbewerb, bei dem Koordinationsfähigkeit, mentale Kraft und der Bewegungsapparat gestärkt werden. Beim Bewerb reiten die Sportler auf fremden Pferden. Zu Hause mit dem eigenen Pferd wäre es besser gegangen, meint Eichbauer. Wir haben einen Freiberger in Altenfelden. Mit denen habe ich schon viel trainiert, das ist gut gegangen. Ja, es ist sehr schwierig für die Athleten, aber hier in diesem Stall wurde alles perfekt vorbereitet. Wir haben im Vorfeld gesagt, wie die reiten, wie sie die Zügel halten, wie sie lenken. Und die haben dann die Pferde zugeteilt und es ist ja nicht einfach, aber die haben das wirklich toll gemacht hier. Ausschließlich positive Gefühle hat auch die Wiener Reiterin Isabella Seele, die 2 Silbermedaillen errang. Ich habe mich gefreut auf Los Angeles. Es war, ja, gestern ist auch gut gelaufen und ich habe ein gutes Gefühl und ich fühle mich auch gut beim Reiten. Es geht mir gut. Kinder mit Bedürfnissen werden halt nicht immer anerkannt oder ein bisschen auf Zeiten nicht gestoßen, aber so auf die Seite gelegt. Und wie man 2007 Shanghai, wie das begonnen hat, war das dann auch ganz anders umgehen mit ihr. Sie hat selbst auch anders Selbstbewusstsein gehabt. Sie hat gesagt, ich habe eine Goldmedaille gemacht, du nicht. Oder du warst noch nicht in China, ich war. Nicht?
Und das bringt diesen Athleten sehr, sehr viel. Also ich komme selbst aus dem Behindertenbereich, habe 12 Jahre bei der Lebenshilfe gearbeitet, habe da ein bisschen was mitbekommen, was Sport bewirken kann. Aber gerade in den Vorbereitungen zu diesen Spielen habe ich eine Sportlerin begleitet im Training, habe gesehen, wie sie dort gegangen ist, habe sie auch dann beim Bowling, das ist ihre Sportart, gesehen, wie sie im Wettkampf aufgetreten ist, wie sie gewachsen ist. Und bei der Siegerehrung, das war wirklich großartig, die Gefühle, die sie da entwickelt hat. Also das ist wirklich, hat mich wirklich mitgerissen, das Ganze. Spannendes Qualifikationsspiel der österreichischen Basketballer gegen die Mannschaft aus Kasachstan. Die Kasachen waren ganz am Anfang in Führung gegangen, aber Österreich schafft kurz danach bereits den Ausgleich. Angriff der Österreicher, Teamkapitän Primosch. Und Ed Moschig mit der Nummer 13 schubst den Ball in den Korb und Österreich führt. Mit diesem Wurf überholen die Kasachen für kurze Zeit die Österreicher. Schöner Wurf von Kevin Wirzlaff, Nummer 14. Kasachstan holt weiter auf, aber Daniel Draxler mit der Nummer 5 stellt den Ausgleich her. 14 zu 14. Justin McCall bringt Österreich wieder in Führung und der Vorsprung kann jetzt kontinuierlich bis zum Ende ausgebaut werden. Trotz guter Würfe gelingt es den Kasachen jetzt nicht mehr, die Österreicher zu überholen. Schöne Aktion von Tobias Schrittwieser. Endstand im Qualifikationsspiel schließlich 37 zu 25 für Österreich. Wir sind sehr froh alle miteinander, dass wir jetzt gewonnen haben. Da sind wir einer Medaille einen großen Schritt näher gekommen. Ian Moschig ist mit Abstand der größte Spieler dieser Mannschaft mit 2 Meter und 3 Zentimeter. Das ist doch ein großer Vorteil für das Basketballspiel. Sicher ist ein Vorteil, aber man braucht kleine Schnelle halt auch im Team. Es ist, hat alles einen Vorteil und einen Nachteil, sagen wir so. Aber es ist schön, wenn man groß ist. So viele Leute gibt es halt nicht, die ziemlich groß sind und ist schon ein kleiner Vorteil. Das war ein gutes Spiel. Ich habe früher meine Leistungen gezeigt, aber der Trainer hat auf mich gezählt und das hat mir mehr gezählt. Für mich bedeutet das sehr, sehr viel, weil wir im Alltag, ich sage jetzt, die Menschheit über jede Kleinigkeit jammert. Und von unseren Athleten kann man lernen, die wirklich oft mit größeren Handicaps zu kämpfen haben, dass das alles sehr, sehr klein ist. Die nehmen ihr Leben ganz toll in die Hand und da kann man das meiste lernen in Ruhe, in Gelassenheit, aber auch in Einsatz und in sozialen Verhalten. Also diese Komponenten sind für mich der größte Gewinn in der Arbeit mit meinen Sportlern. 1, 2, 3! Auf den Plätzen des Wilson und Harding Golfclubs in Los Angeles werden die Golfturniere ausgetragen. Edwine Schittel und Katharina Swanson spielen als Unified-Team und Gegner ist ein Unified-Team aus den USA. Bei nationalen Spielen haben die beiden Vorarlbergerinnen bereits Silbermedaillen errungen. Edwine Schittel war als Unified-Partnerin mit einer anderen Spielerin auch bei den Weltspielen 2011 in Athen erfolgreich. Auch damals gab es Silber für das österreichische Team.
Hier in Los Angeles kamen Schüttl und Swanson schließlich auf den dritten Platz. Die Vorarlbergerin Maria Adelheid Meyer ist Unified-Partnerin von Anna-Maria Mechler im Spiel gegen ein Team aus Indien. Für die erst 17-jährige Anna-Maria Mechler und ihre Partnerin Maria Meyer sind die Spiele in Los Angeles die ersten Special Olympics-Weltspiele. Das indische Team ist ein ziemlich starker Gegner für die Österreicherinnen. So wird es diesmal ein vierter Platz für das Team Mechler-Meyer. Das Spiel im Unified-Team sieht Maria Meyer sehr positiv. Das bringt einem persönlich sehr viel, wenn man merkt, dass sie glücklich sind. Für mich jedenfalls. Ja. Ja, wenn sie glücklich ist, bin ich es auch. Wenn sie traurig ist, bin ich es auch oft. Ja. Ja. Und wie siehst du das Verhältnis zu deiner Partnerin? Es geht. Es geht. Aus Oberösterreich und Vorarlberg kommen die starken Männer des Powerliftings. Sie errangen insgesamt 6 Gold-, 3 Silber- und 3 Bronzemedaillen. Der Vorarlberger Andreas Burtscher betreibt Powerlifting schon ziemlich lange. Hier beim Kniebeugen erreicht er ein Score von 75 Kilogramm. Und beim Benchpressing stellt er sich mit 65 Kilogramm der Konkurrenz. Headcoach der Gewichtheber ist Peter Platzer. Also ich mache jetzt das Ganze schon seit 12 Jahren. Ich sage immer, man muss es erleben. Es ist wirklich ganz was Eigenes. Es lässt sich kaum beschreiben. Man bekommt von den Sportlern, von den Leistungen, es ist einfach noch pure Emotion, wo man miterlebt. Und das Gänsehaut-Feeling ist wirklich vorhanden. Ich sage immer, man muss es wirklich selber miterleben einmal und dann spürt man das Feeling einfach. Es lässt sich nicht beschreiben. Die zart scheinende junge Dame aus Costa Rica schaffte gleich 4 Goldmedaillen. Winning the bronze medal in squats, representing Special Olympic Austria, Andreas Burtscher. 3-mal Bronze und ein respektabler 4. Platz waren die Erfolge von Andreas Burtscher. Fantastische Stimmung im Schwimmstadion. Stefan Riesner bereitet sich auf den 25-Meter-Sprint im Rückenschwimmen vor. Im 25-Meter-Freestyle hat er bereits den 3. Platz belegt. Riesner geht kontinuierlich in Führung. Spannendes Finale. Ja, Riesner schlägt das erste an und sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Also er hat heute eine absolut hervorragende Leistung gebracht. Er ist ja auch schon gestartet bei den nationalen Spielen in Klagenfurt. Ja, und er hat sich enorm gesteigert. Er ist viel schneller geschwommen. Und da wollen wir anknüpfen, auch weiter unsere Zeiten zu verbessern. Und natürlich, das ist sein erster internationaler Wettkampf. Und also das Ziel ist natürlich, bei weiteren internationalen Wettkämpfen die Goldmedaille zu machen.
And now winning the gold with a time of 33 seconds.19, Special Olympics Austria, Stefan Reisner. Die Goldmedaille erhält Riesen aus den Händen von Prinzessin Nora von Liechtenstein, die selbst Präsidentin von Special Olympics in ihrem Land ist. Auf Bahn 6 schwimmt Helga Edlinger im Bewerb über 25 Meter Freistil. Die Konkurrenz war stark, aber immerhin schafft Edlinger den dritten Platz. Applaus 200 Meter Freistil der Herren. Der 31-jährige Sven Schünemann aus Linz startet auf Bahn Nummer 5. Schünemann hat sich mit einem eigenen Coach intensiv auf diesen Wettkampf in Los Angeles vorbereitet. Er hat eine starke Konkurrenz, vor allem Brandon Wood aus Massachusetts, der neben Schünemann auf Bahn 4 schwimmt. Wood führt im Augenblick, scheint aber jetzt etwas zurückzufallen gegenüber Schünemann. Beide sind fast gleichzeitig angekommen, aber Schünemann war um 47 Hundertstel Sekunden schneller. Die Goldmedaille erhält er von Alexander Denk, dem gebürtigen Wiener, der als Schauspieler und Filmproduzent schon lange in Los Angeles lebt. Und Sven Schünemann ist überglücklich. Schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl. Ich bin sprachlos. Start zum 100 Meter Brustschwimmen der Damen auf Bahn 6. Die 18-jährige Anna-Sophie Friedl. Auf den anderen Bahnen Schwimmerinnen aus den USA, Venezuela, Norwegen und Polen. Und wieder ein extrem spannendes Finale. Angefeuert von den Zuschauern kommt Anna-Sophie ans Ziel. Ein Blick auf die Ergebnisliste zeigt dir, dass sie den ersten Platz gemacht hat. Was war das Rezept für diesen Erfolg? Einfach schnell schwimmen. Aber es war doch auch die Gleichmäßigkeit der Bewegungen. Ja, sie hat natürlich gelernt im Laufe der Zeit, aber auch mit Unterstützung von den Eltern natürlich, regelmäßig und sehr viel zu trainieren und gerade die Feinheiten noch auszumerzen in ihrem Schwimmstil. Nigel Lithgow, der Showproduzent und TV-Star, hat einen ganz neuen Bewerb für Special Olympics organisiert. Tanzen in drei Kategorien. Als Solotanz, Nisedia Galvez aus Panama und Robert Wallet aus den USA. Zweite Kategorie, der Gruppentanz. Hier das US-Team. Und die artistischen Cry Boys aus Costa Rica. Und schließlich Standardtänze. Mit einem Wiener Walzer überraschen die Schwimmerin Anna-Sophie Friedl zusammen mit Julia Weiß, sie errangen Bronze, und der Gewichtheber Andreas Burtscher mit der Profitänzerin Lindsay Arnold. Für sie gab es Silber.
Gold im Bewerb Standardtänze ging an Gabi Flores und Ruben Garcia aus Mexiko. Tanzen wird in Hinkunft in das Sportprogramm der Weltspiele von Special Olympics aufgenommen. Long Beach war auch der Austragungsort für die Radbewerbe. Bei den Herren fuhr der Steirer Ernst Sommer auf der 5-Kilometer-Strecke. Sommer hat bei nationalen Spielen im Vorjahr bereits einmal Gold erreicht. Ich habe mich eigentlich recht gut vorbereitet. Und ich hoffe, dass ich vielleicht eine Medaille vielleicht mache. Medaille wurde es zwar keine, aber immerhin der 5. Platz. Im Salzburger Lungau lebt Michael Mayer. Neben dem Radfahren ist Mayer auch ein guter Schwimmer und Langläufer, der bei Bewerben in Österreich mehrmals Silber und Gold erreichte. Und auch in Los Angeles gewann er über 10 Kilometer die Goldmedaille. Die Tirolerin Alexandra Stecher haben wir gerade noch beim Ziel ihrer 500-Meter-Fahrt erwischt. Und für sie gab es den 4. Platz. Die Radfahrt hat mir gut gefallen. Und ich habe viel gegeben, alles, was ich kennen habe. Und es war ein gutes Gefühl. Margarete Huber, ebenfalls aus Tirol, stellte sich dem Bewerb über 1 Kilometer. Und sie schaffte es, eine Bronzemedaille zu bekommen. Das war einfach genial und super. Mir hat es sehr gut gefallen. Und die 3. Tirolerin Carina Ottilia Resch trat ordentlich in die Pedale. Die Anstrengung wurde mit Bronze belohnt. Wie war die Fahrt? Sehr, sehr gut. Ja? Zufrieden mit dem Ergebnis? Alles für ihn, ja. Hinter jedem Erfolg stecken harte Arbeit, intensives Training und Durchhaltevermögen. Und dazu tragen Familienangehörige, Freunde und natürlich die Trainer bei. Es ist immer wieder eine bereichernde Geschichte, die in keinem anderen Wert gemessen werden kann. Es ist emotional sowas von erbauend, es fließen Tränen, es gibt Jubel, alles ist dabei. Ich kenne nichts anderes, wo mehr an Emotion, wo mehr am sportlichen Ehrgeiz auch ans Tageslicht kommt. Ja. Zu den Leichtathletikbewerben gehört auch das Softballwerfen. Johanna Weber aus Oberösterreich und ihr Landsmann Stefan Haslinger traten in diesem Bewerb an. Das Werfen des Softballs scheint leicht zu sein, aber es fordert die Koordinationsfähigkeit heraus. Die richtige Armhaltung, der Griff, die richtige Wurfbewegung und die Fußarbeit. Dieser Wurf brachte Kampfung Chao aus Macau den 4. Platz. Johanna Weber aus Oberösterreich, die im 50-Meter-Lauf Gold gemacht hatte, bei ihrem ersten Wurf. Stefan Haslinger, der im 50-Meter-Lauf ebenfalls Bronze errungen hatte, ist mit seinem ersten Wurf nicht zufrieden. Mitchell Smith von den Cayman Islands will zunächst einmal den Schiedsrichter in die richtige Position bringen, bevor er wirft. Mit seinem Wurf kommt er auf den 5. Platz. Johanna Weber bei ihrem nächsten Wurf, jetzt sind es 8,22 Meter. Das bedeutet in dieser Gruppe Platz 4. Stefan Haslinger kommt mit seinem nächsten Wurf auf 15,86 Meter und erhält seine 2. Bronzemedaille. Fußball, 7-a-side, also 7 Spiele bei jeder Mannschaft auf einem kleineren Spielfeld. 4 Special Olympics Spieler, 3 Unified Partner. Österreich gegen Großbritannien. Am Vortag haben die Briten gewonnen, heute geht es um die Goldmedaille. Stefan Moritz mit der Nummer 10 hat knapp am Tor vorbeigeschossen. Gegenangriff der Briten.
Nicolas Berger, der Tormann der Österreicher, hält bravourös. Moritz sieht wieder eine Chance. Die britische Abwehr versagt. 1:0 für Österreich. Zweite Halbzeit. Angriff der Briten, eine wirklich etwas brenzlige Situation vor dem Tor der Österreicher, aber das ist noch einmal gut gegangen. Gegenangriff. Sebastian Koller mit der Nummer 3. Er überwindet alle Hindernisse und schießt das 2:0 für Österreich. Endstand 2:0 und das heißt Gold für Rot-Weiß-Rot. Ja, wir haben gestern auch schon gespielt gegen einer und da haben wir noch verloren 1:0. Jetzt haben wir ganz genau gewusst, wie wir agieren müssen. Und dass wir nur über Kampf zum Sieg kommen und das haben wir gemacht, super. Es war ein Kampf auf Brechen und Biegen war das, das war nicht mehr. Es war nur Kampf und ein großes Lob an die Mannschaft. Wir sind alle super stolz drauf, haben super gespielt, haben super gekämpft. Ja. Das war sehr, sehr schwer und wir mussten die Taktik umändern, dass ich nach hinten gehe. Und dann, das hat super gepasst. Eine Goldmedaille habe ich noch nie gehabt bei dieser so einem großen Verein Special Olympics. Das ist ganz toll. Wenn man uns anschaut, sieht man, wir sind nicht Unified-Partner und Athleten, wir sind Freunde. Und ich glaube, das merkt man am Spiel. Und das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Dass man Freund ist am Platz, Spaß hat gemeinsam und jeden gleich behandelt. Große Spannung beim Spiel 11-a-Side Österreich gegen Serbien. Finalspiel um den ersten oder zweiten Platz. Das erste Tor schießen gleich die Serben. Die Österreicher lassen sich aber nicht aus dem Konzept bringen. Angriff der Österreicher. Ein schöner Pass von Erich Krell und die Nummer 6 Joachim Gildhofer schafft den Ausgleich. 1:1. Nach dem Seitenwechsel können die Österreicher die Angriffe der Serben zunächst abwehren. Aber nach 20 Minuten heißt es 2:1 für Serbien. Und bald darauf ein Elfmeter, 3:1 für Serbien. Und knapp vor Spielende gelang es den Serben dann noch, das vierte Tor zu schießen. Und sie konnten damit die Goldmedaille feiern. Aber Österreich ist dennoch stolz, Silber zu bekommen. Es war unser Ziel, dass wir eine Medaille haben und wir haben eine. Also passt's gut. Am Schluss waren die Serben leider noch ein bisschen stärker. Aber unser Ziel haben wir erreicht, mit einer Medaille heimzufahren. Wir sind alle stolz auf unsere Leistung. Es war ein super Finale. Wir wollten unbedingt das Finale, wir haben es erreicht. Und ja, so weit zu kommen als Österreicher, muss man mal. Ja. Die üblichen Spiele oder World Games. Aha. Super Spiel. Also das war so ein wunderbares Match. Vor allem, weil die Mannschaft die taktische Vorgabe so hervorragend umgesetzt hat. Wir haben riskiert, wollten mit Pressing die Serben überraschen. Und das ist uns über längere Zeit gelungen. Ich bin so stolz auf dich. Unglaublich. Und der Kapitän? Ja, es war... Berechtigter Jubel über den sportlichen Erfolg. Aber wie sieht insgesamt der Erfolg auf dem Weg zur Inklusion aus? Ich habe es jetzt da in Los Angeles gesehen. Ist wundervoll, wunderschön. Ich mache zwar da jetzt keinen Sport, aber jeder ist gekommen und hat gesagt, hey, du hast ja dort geschwätzt, bist du das gewesen? Und ich, ja, also die Sportler und die Athleten und die Unified-Partner und die Global Messengers und Trainer sind hier die Stars. The heartbeat for the world. In der Steiermark werden wir Spiele für Österreich. Das ist mir ein großes Anliegen, dass wir die Bundesländer mitnimmt und dass sie auch diesen Spirit, was Special Olympics eigentlich ist für unsere Leute mit Beeinträchtigung. Und wenn wir das schaffen, dann wird unsere Spiele 2017 genauso gut emotional, menschlich und auch was die Inklusion anbelangt. Ich freue mich wirklich.
Steirische Musik im Garten des österreichischen Generalkonsulats. Es ist die Kick-Off-Party für die nächsten Weltspiele im Winter 2017 in der Steiermark. Timothy Schreiber mit seiner ganzen Familie ist gekommen. Präsident Hermann Kröll wagt ein Tänzchen mit Linda Schreiber. Markus Rogan lässt sich mit Special Olympics-Sportlern fotografieren. Europaparlamentarier Ottmar Karas ist da und Generalkonsulin Ritzinger begrüßt die prominenten Gäste. An der Spitze Arnold Schwarzenegger. Und auch Maria Schreiber ist gekommen. I think it's wonderful. Austria, as you know, hosted before, and I have great affection for Austria, and I'm so proud that they're going to be hosting again. I can't wait for all of Europe to realize that in Austria, the same story will be told, only in some ways bigger, because we will be telling it to educators, we will be telling it to young people, to tens of thousands of young people who will own this story in 2017, because it will come to them from the Austrian people. Unter den Gästen waren viele Special Olympics Sportler, die mit Diplomaten, Olympioniken und Politikern feierten. Und die Gäste aus der Steiermark konnten Erfahrungen für die Spiele 2017 sammeln. Erstens ist es einmal sehr bewegend zu erleben, wie die Special Olympics arbeitet und welches Bekenntnis hinter dieser Bewegung steht. Und wir erwarten uns natürlich, dass das gesellschaftliche Auswirkungen hat, dass es aber auch touristische Auswirkungen hat und dass wir zeigen können, wie innovativ die Steiermark ist, welche tollen Produkte und Dienstleistungen in die Welt gehen und dass wir gerne gute Gastgeber sind. Arnold Schwarzenegger hatte inzwischen Präsident Kröll versichert, dass er 2017 bei den Spielen in der Steiermark dabei sein werde. Und er dankte dann den Schreibers. Congratulations to Timmy Schreiber for the huge success of Special Olympics and for the great work that you're doing to continue on, the great vision that your mother had. And also a big thank you and congratulations to Maria for being such a positive and powerful force behind Special Olympics. Let's give both of them a big, big applause. Schwarzenegger hatte in seiner Ansprache aber auch Hermann Kröll für den Aufbau der Special Olympics-Organisation in Österreich gewürdigt. Und Kröll zeigte sich danach sichtlich gerührt. Es gibt einen großen Lohn für das, was wir tun. Der ist größer wie unsere Anstrengung. Die Menschen sind so ehrlich wie niemand sonst. Sie verstellen sich nicht. Und die Freude, die in diesen Augen und in diesen Gesichtern ist, wenn die auch nur eine Fahne kriegen, wenn ich das vergleiche mit so vielen, die mit Großen nicht mehr zufrieden sind, dann ist gerade in der heutigen Zeit das Programm von der UNIS aus 68 auch für Toleranz, Anerkennung, olympischer Geist, Zusammenarbeit ein Gebot der Stunde. Und da hoffe ich, dass wir mit der Flamme der Hoffnung das von der Steiermark aus neu entfachen. Das ist den Gröll seine Arbeit und der ist jetzt heute noch mehr, der hat heute noch mehr Energie wie je zuvor. Und die Liebe für den Sport, die Liebe für diejenigen, die was vielleicht nicht immer so das Recht haben mitzumachen bei so Sportevents und so weiter. Also es ist wirklich unglaublich und so für mich ist er wirklich der Vater des Special Olympic Österreich und ist derjenige, was das wirklich aufgebaut hat, natürlich mit seinem Team, mit verschiedenen Mitarbeitern und Volunteers und das Ganze ist einmal ganz klar. Und was werden aus deiner Sicht die Spiele 2017 über Österreich hinaus bewegen können? Ja, das ist also wirklich hervorragend, dass Österreich jetzt das zweite Mal die Winterspiele hat. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Und das sagt alles. Das allein sagt alles. Warum fragt man und bittet Österreich, die Spiele wieder zu organisieren? Weil wir die beste Organisation haben in Österreich. Und weil in Österreich alle zusammenarbeiten. Vom Staat zum privaten Sektor, zum Non-Profit. Also alle arbeiten zusammen. Und das ist das Wichtige und das ist das Schöne. Und wir sind deswegen ein Vorbild für alle anderen Länder der Welt. Danke, Günther. Servus, grüß dich. Viel Spaß. Sichtlich Spaß macht es, aus einem Holzstamm ein steirisches Herz herauszusägen. Im Sinn des Mottos der Spiele 2017, Herzschlag für die Welt. Am 9. Tag der Spiele ziehen die 165 Delegationen aus der ganzen Welt noch einmal in das große Stadion von Los Angeles ein. Nach den vielen Wochen des harten Trainings und nach den Anstrengungen bei den Wettkämpfen kann jetzt in entspannter Atmosphäre
Abschied genommen werden. Es war ein Miteinander aller Nationen. Für die Österreicher gibt es eine stolze Bilanz. 69 Medaillen, 18 Mal Gold, 21 Mal Silber und 30 Mal Bronze. Carly Rae Jepsen, die vielfach mit Platin ausgezeichnete und für den Grammy nominierte Sängerin und Songschreiberin, betrachtete es als eine große Auszeichnung, bei der Schlussfeier der Weltspiele für die Special Olympics Sportler mitwirken zu können. Das Einholen der Special Olympics-Fahne leitete zum Auftritt der Österreicher auf der Bühne des Kolosseums ein. Es ist Tradition, in der Schlussfeier das nächste Veranstalterland von Weltspielen vorzustellen. Die Flagge wurde symbolisch an die österreichische Delegation übergeben, als Auftrag, die Weltwinterspiele 2017 auszurichten. Wir werden uns sehr bemühen, im Sinne unseres Mottos Herzschlag für die Welt, ebenfalls schöne, herzliche Spiele vom 14. bis 25. März 2017 zu veranstalten. Wir laden Sie alle sehr herzlich ein, zu uns zu kommen. Auf Wiedersehen in Österreich, in der Steiermark, in Graz, in Schladming und in Ramsau. Johanna. It is our pleasure and honor to welcome you to the World Games 2017 in our beautiful country. See you there. Thank you very much. Danke schön. Mit einer großen Party hier in der Grand Old Lady, dem Kolosseum in Los Angeles, gehen diese Special Olympics Weltspiele 2015 in Los Angeles zu Ende. Und man sieht hier, gerade an dieser Party, das Glück, die Freude, die Energie dieser Menschen, die an diesen Spielen teilgenommen haben und für die das ein unvergessliches Erlebnis sein wird. Wir konnten einige der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei ihren Bewerben begleiten. Wir konnten ihre Erfolge zeigen. Wir konnten ihre Emotionen miterleben. Und ich glaube und hoffe, dass man vielleicht auch zu Hause bei Ihnen jetzt das Gefühl hat, dass wir die Aufgabe haben, diesen Menschen jene Unterstützung zu geben, die sie verdienen, weil sie eine ganz wichtige Rolle im Zusammenleben unserer menschlichen Gemeinschaft spielen. Und das ist die große Botschaft von Special Olympics. Nicht nur 2015, das soll weitergehen und das wird es 2017 bei den Weltwinterspielen in der Steiermark sein. Ja.